Girl, you should wear a name tag. Ni vicious percentage. Girl, you should wear a name tag. Yeah, yeah, yeah. Let's go. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns gerade in Amsterdam. Das hier ist einmal unser Bad. Voll den schönen Balkon. Und das Beste ist einfach dieser Laden. Und hier gibt es einfach so geniales Essen. Deswegen dachten wir uns, gönnen wir uns was und machen heute mal ein Cheat Day. Aber wir haben uns jetzt nicht darauf festgelegt, wie viele Kalorien wir insgesamt essen, sondern wir essen einfach das, worauf wir Lust haben und probieren halt eben vor allem ganz, ganz viele Sachen aus. Und wir sind aber mal gespannt, wie viele Kalorien am Ende zusammenkommen. Das ist aber immer ein bisschen schwierig zu tracken. Deswegen ist das alles schätzungsweise angegeben. Es kann mal sein, dass es ein bisschen mehr und ein bisschen weniger Kalorien sind. Aber bleibt auf jeden Fall dran. Ich denke, das wird auf jeden Fall eine richtig coole Aktion. Ich freue mich schon aufs Essen. Wir gehen jetzt erst einmal frühstücken. Das ist im Hotel mit dabei. Und dann sehen wir uns später wieder. Girl, you should wear a name tag. 'Cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag. That's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag. It's too important to be your name. Wir sind jetzt wieder zurück vom Frühstück und wir müssen feststellen, dass wir total enttäuscht sind, denn das Hotel sah halt eben bei Booking sehr neu, sagen wir mal, aus. Aber im Flur riecht es halt eben nicht sehr angenehm. Und beim Frühstück war es eben so, dass wir uns überhaupt gar nicht aussuchen konnten, was wir überhaupt essen möchten, sondern haben einfach einen fertigen Teller bekommen mit 4 Scheiben Wurst, 2 Scheiben Käse, 2 Croissants, 2 ungetoastete Toasts und noch 2 Vollkorntoasts. Genau. Und halt eben noch Zwieback und Knäckebrot. Es war echt sehr, sehr schade, denn ich wurde auch noch nicht mal gefragt, was ich denn überhaupt für einen Tee trinken möchte. Ich habe einfach Schwarztee bekommen und musste mich damit zufrieden geben. Also ich habe auch nichts gesagt, ich habe den auch getrunken. Aber es ist echt richtig, richtig schade. Vor allem, ich denke mir, wenn die schon so fertige Teller bringen, werfen die bestimmt auch sehr, sehr viel weg, weil es gibt bestimmt Leute, die das überhaupt nicht mögen. Und ja, wir hatten auch 2 gekochte Eier, die waren auch total kalt. Also echt schade, aber naja, wir sind froh, dass wir eine Unterkunft haben. Wir sind sowieso den ganzen Tag über in Amsterdam und ja, wollen uns nicht beschweren. Der zweite Nachteil von unserem Hotel ist auch, dass es so weit abgelegen vom Zentrum ist. Als wir bei Booking geguckt haben, stand da Zentrum 50 Meter und wir dachten tatsächlich, dass wir in der Innenstadt sind. Es war aber leider nicht so. Wir sind in der Nähe vom Strand, also bei Zandvoort. Es ist echt mega schön, aber das Wetter spielt halt gar nicht mit. Von daher lohnt es sich echt null bei so einem Wetter, das Hotel dort zu buchen. Wir sitzen gerade im Zug und sind jetzt auf dem Weg in die Stadt und fahren so circa 40 Minuten. Also wir dachten uns natürlich, dass die Pancakes super gut sein müssen, weil da war jetzt so viel los, da muss man erstmal anstehen, bis man da einen Platz bekommen hat. Und dann haben wir uns die Pancakes bestellt, die waren ziemlich trocken, zu wenig Soße und für 2,60 Euro haben wir Erdbeeren extra bestellt und das waren auch für den Preis
viel zu wenig. Also ich würde es nicht empfehlen. Es war lecker, die Soße hat auch ganz gut geschmeckt, so ähnlich wie Nutella, aber Preis-Leistungs-Verhältnis No-Go. I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go and say when you walk by, girl, you should wear a name tag. Noch zwei Macarons geholt, einmal in grün und einmal in lila. Leider hat sie uns nicht so gut verstanden, deswegen wissen wir gar nicht, welcher Geschmack das ist. Ja, gut. Probier mal. Was schmeckt besser? Das ist leckerer. Mhm, finde ich auch. He brings me flowers on a Tuesday. He gives me good love and something that I never thought existed. I know what I need, ain't gonna lie. I know what I want, speaking my mind now. A queen needs a king to be by her side. Und was darf natürlich auch nicht fehlen? Churros. Die sehen einfach so lecker aus. Und diesen Laden habt ihr mir empfohlen. Wir sind jetzt wieder zurück im Hotel und es ist einfach so unglaublich kalt und es war irgendwie super anstrengend. Deswegen haben wir uns jetzt noch eine Waffel mitgenommen und noch einen Brownie und im Supermarkt haben wir uns auch noch ein paar Süßigkeiten geholt. Das werden wir uns jetzt erst noch gönnen. Guten Morgen, meine Freunde. So sieht meine Form jetzt nach dem Cheat Day aus. Eigentlich vollkommen in Ordnung. Für uns geht es aber jetzt erst einmal ins Gym. Kanalfahrt hier empfohlen bekommen. Deswegen sitzen wir jetzt hier im Boot und machen eine kleine Tour. Oh Mann, ich habe fast vergessen, mich bei euch zu verabschieden. Wir sind jetzt am Bahnhof angekommen und haben jetzt noch eine 10-stündige Busfahrt vor uns. Denn wir sind mit dem Slixbus hierher gefahren, von Nürnberg ab und haben insgesamt für zwei Personen 110 Euro bezahlt. Also der Trip hat sich auf jeden Fall gelohnt. Teilweise war das Essen ziemlich lecker. Ich hoffe natürlich, dass das Video euch gefallen hat. Gebt mir einen Daumen nach oben und
Abonnieren nicht vergessen, denn ich hoffe natürlich dann, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bleibt auf jeden Fall gesund und bis dann. Give me, I know what I need, ain't gonna lie.